Willkommen zu dieser Game Show, Jungs. An alle, die sich jetzt fragen, ey, was passiert hier, was soll die Scheiße, was für Game Show? Keine Sorge, ich erkläre euch jetzt nochmal ganz in Ruhe den Ablauf, beziehungsweise, ja, gleich einfach nochmal, weil erstmal möchte ich hier nochmal so für eine vernünftige Vorstellrunde, Jungs, wir sind hier voll chaotisch reingestolpert in den Stream, nochmal eine vernünftige Vorstellrunde, wer hier heute alles dabei ist. Und zwar haben wir zum einen Victor Aiblali hier in der Haus. Willkommen, Mann. Hey, willkommen. Was geht, Freunde? Ich bin Vic. Man kennt mich unter anderem aus Filmen wie Angry Birds. Da habe ich einen Satz gesprochen und das war's auch schon. Und aus Kartoffelsalat. Einer der besten Filme Jungs, in ganz Deutschland. Kartoffelsalat, Freunde. Kartoffelsalat 3 auch. Ja, Mann. Aber zwei nicht. Aus welchem Kartoffelsalat 3 dabei? Hä? Crazy. Ja, crazy. Sogar. Ey, Vic, ey, man könnte ja fast behaupten, du wärst so eine Art Urgestein, sage ich mal. Du hast das ein oder andere Jahr schon auf den Buckel und dementsprechend auch mehr Game-Erfahrung als Hübi. Glaubst du, du wirst ihn heute hier in den Boden rammen? Ich glaube schon, dass Hübi zerstört wird. Okay, Bro. Aber du würdest schon sagen, du wirst ihn unangespitzt in den Boden rammen, oder? Ja, also ich bin schon so Trivia-King, könnte man sagen. Okay. Unfassbar, und zwar, Alter. In der anderen Hälfte hätten wir dabei Hübi. Was geht ab, Mann? Einen wunderschönen guten Tag. Ey, was geht ab, Mann? Hübi, sei mal ehrlich, was sagst du zu den Kommentaren von Vic? Was sagst du dazu? Weißt du, das Ding ist, ich bin ja nichts anderes von ihm gewohnt. Also, wir haben ja schon mehrfach Speedrun Races gemacht, da hat er einfach immer verloren. Und ja, seitdem und traut er sich. Ja, jetzt ist meine Redezeit. Ich hab den Sprechball. Und er hat zweimal verloren, seitdem fordere ich ihn immer wieder raus. Und er so, nee, Bruder, nee, was so? Jetzt macht er nur so Koop-Streams mit mir, wo er halt nicht verlieren kann. Und jetzt macht er halt hier wieder auf dicke Hose, aber ich glaube, er braucht einfach mal wieder jemanden, der ihm zeigt, wo der Hammer hängt. Ach du Scheiße. Also du würdest schon sagen, du wirst ihn jetzt hier eliminieren, endgültig zerstören. Nein, oder? Ich zeige ihm halt einfach mal wieder, wer der Papa ist. Okay, Mann. Okay. Wie das Ganze hier ablaufen wird. Im Grunde, es könnte simpler nicht sein. Es versteht doch jeder Dreikopf hier im Chat. Ich habe 20 Fragen vorbereitet, 10 Fragen mit Antwortmöglichkeiten, A, B, C oder D, wer wird Millionär einfach, und 10 Fragen ohne Antwortmöglichkeiten, oh mein wo Gott. Ihr mir einfach eure Antworten schickt. Und zwar, hier kommt der Knackpunkt für euch beide, schickt mir eure Antworten bitte via Discord PN. Beide, damit oh, okay. Die Antworten des anderen nicht seht, immer per Discord PN antworten. Mhm. Und ja, falls ihr richtig habt, bekommt ihr einen Punkt. Und bei den 10 Fragen ohne Antwortmöglichkeiten, falls ihr näher dran seid, bekommt ihr den Punkt. Ich habe es extra so gemacht, so dass halt beide immer antworten, ohne Buzzer oder wer schneller ist. Ich will hier wirklich wissen, wer einfach der Schlauere ist. So. Also, der ach, du Scheiße. Kurze Frage. Okay, also, es geht um den Schlaueren, dann könnt ihr vielleicht doch verlieren. Und, aber egal. Um welche Themenbereiche? Also reden wir nur über Gaming oder auch so Allgemeinwissen und so Zeug? Boah, nee, Allgemeinwissen habe ich gar keinen Plan. Nur Gaming. Boah, Scheiße, da bin ich nicht. Wenn es nur um Allgemeinwissen geht, ich schwöre, da bin ich raus. Ja, nein, Jungs, wir wollen ja herausfinden, wer der größere Nerd ist. Ja, Bruder, das ist ja echt. Okay, alles klar, ja. Okay. Und das Ding ist halt, also ich habe ein paar spicy Fragen rausgesucht. Oh, es wäre keine Schande, die nicht zu wissen, aber ich bin trotzdem gespannt, wer hier gewinnen wird, weil es ist so, derjenige, der hier gewinnen wird, ist einfach der bessere Gamer und auch der bessere Mensch, muss man sagen. Ult kann sich richtig entspannen auf seiner Game Master Position. Ja, ich habe hier nichts zu verlieren. Ich bin nur hier, um euch zu blamieren, deswegen, ja. Seid ihr ready, Jungs? Wir sind ready. Okay, dann würde ich sagen, diven wir in Frage Nummer 1, oder? Ja, okay. Und zwar, wir starten wirklich allgemein. Was ist die meistverkaufte Videospielkonsole aller Zeiten? Die PS2, die DS-Familie, also alle DS-Systeme zusammen, Game Boy oder die Wii? DS ist quasi DS, DSi und so weiter, ne? Ja, DS, DS Lite, DSi und DSi XL. Nicht okay, 3DS. Okay. Also, und dann, und in so einer Situation schreiben wir dir da einfach eine DM, ne? Genau. Okay. Ja. Eingeloggt. Ich habe auch eingeloggt. Okay, beide aus der Pistole geschossen. Direkt, ja. Das weiß man beide doch. Beide direkt abgestimmt. Okay. Also, ich sehe schon, ich bin hier mit Profis am Werk. Holy. Ja, gut, ne? Beide haben A gemacht. Richtig. Das ist mutig, weil die DS-Familie sind halt viele Systeme zusammen, müsst ihr wissen. Ja. Ja, aber wenn es mit 3DS gewesen wäre, aber alleine keine Chance, Bruder. Ja, also wenn es nur DS ist, dann
schon PS2, aber ja, wenn es mit 3DS ist, dann glaube ich vielleicht sogar DS. Ja, dann safe, dann safe. So, aber da es ja nur die DS-Familie geht, safe PS2. 3DS war nicht enthalten und wir müssen keine Spannung machen. Ihr beide recht. Jawohl! Let's go! Ey, okay, die Frage, das war so eine Einstiegsfrage. Das war so eine Einstiegsfrage. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Das, also hätte jemand von euch das falsch gemacht, dann ich hätte direkt ausgemacht. Der wäre direkt rausgeflogen, ja. Pork-Chat, Pork. Pork-Chat besteht 1-1, deswegen direkt in die nächste Frage rein. Bisschen Mario-Lore jetzt. Welchen Beruf übte Mario aus, bevor er zum Klempner wurde? Rohrleitungsbauer, Maurer, Sanierer oder Zimmermann? Jetzt ist hier die Mario-Lore. Okay. Die Pepo-Gs sind hier gefragt. Mario und Ich bin zwischen zwei Sachen. Wie sieht's bei dir aus, Hübi? Ich habe schon abgestimmt, weil ich weiß natürlich ganz genau, was die richtige Antwort ist. Ey, Jungs, boah, ich bin mir nicht ganz. Bedenkzeit. Ihr habt unendlich. Okay. Ey, ihr müsst unendlich Bedenkzeit, ja moin. Google, was sagst du dazu? okay, Junge. Meine Hände sind frei. Jetzt nicht 10 Stunden so, aber. Ja. Wow, quasi ich bin zwischen zwei Sachen, ich weiß es nicht. Okay. Ich rate einfach. No stress. Ja, hier sind die PPGs. Weil die Sache ist, ich bin. Hast du schon eingeloggt, Hübi? Ja, ich habe schon eingeloggt. Weil ich hätte jetzt zwischen A und D gesagt. Ja. Ich habe jetzt einfach. Ich sag A. Keine Ahnung. Geil, ich habe D genommen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Unterschied. Oh, Scheiße! A, oh mein Gott! Ich dachte mir so, A, weißt du, das ist so dieses. Ja, der nahe. Wenn ich mir jetzt Antworten für das eine Frage aussuche, ne? Ja. Das ist naheliegend. So, warum sollte aber man einen vom Rohrleitungs. A oder D, 1000%. Vor allem ist A nicht das gleiche wie Klempner fast? Ja, irgendwie. Naja. Also ich bin nicht so im Klempner-Game drin, aber ja. Bauen die Rohre? Sind das nicht nur so diese Rohre? Da, du weißt es nicht, weil du hast nämlich die Frage aus, du hast dir die Antwort überlegt. Ich glaube, leider ist es D. Ich glaube, du kriegst den Punkt. Ich hab mich geschaut. Ja, ich glaube, du kriegst den Punkt. Ich sag euch, er war Zimmermann. Ja, jawoll! Ich war auf jeden Fall zwischen den beiden. Ja, also Mario, hart arbeitender Mensch. Und da hat auch Hübi direkt den Vorsprung erlangt. So, wartet. Uff. Auf professioneller Basis 2-1 für GG. GG. Let's fucking go. Aber also, ich bin fair, ich wusste es auch nicht vor der Frage. Was für was für Zimmermann. Ja. Aber irgendwo habe ich das mitbekommen. Oh, okay. Okay, jetzt kommen wir zu Zelda Breath of the Wild. Wie ist der volle Name des Königs von Hyrule in Zelda Breath of the Wild? Remo Bosphoramus Hyrule, Rohan Bosphoramus Hyrule, Remo Bofiziumius Hyrule oder Rohan Bofiziumius. Bruder, du kannst deine eigenen Antworten nicht mehr vorlesen. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt einfach nur dumm bin, aber ich bin eigentlich mir ziemlich sicher. Ich bin mir auch ziemlich sicher. What the fuck? Okay, wenn ihr so weitermacht, sind wir in 10 Minuten fertig. Chillt mal. Alter, beide direkt hier aus der Pistole geschossen. What the fuck? Ey, die müssen ja gar nicht überlegen. Also, dass ich hier mit solchen Pros spiele, habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Hübi sagt B und Vic sagt auch B. Woher? Ey, woher wisst ihr das? Ist absolut richtig. Ich weiß auf jeden Fall, dass er Roam heißt. Ja, Remo war bei mir auch direkt raus. B oder D muss das sein. Und Beficiomius klingt halt komplett falsch. Und deswegen muss es B sein. Ja, Bro, ich muss mir einen Namen ausdenken. Beficiomius, Bruder. Also, bei mir war es auch so. Ich wusste auch, dass er Roam heißt. Also, Remo-Antworten waren direkt raus. Und dann, ich wusste auch irgendwie, dass er irgendwie sowas wie Nostradamus oder irgendwie so hieß. Und dann war das ein Beficiomius, war einfach zu weit weg. Ja, das ist zu wild. Wert jetzt, bevor hier nichts bei mir ist jetzt so eine Billo-Facecam drin. Ich hatte sonst nichts. Meine Cam geht nicht, bevor hier nichts ist. Okay. Auf Scuffed angelehnt, das steht 3-2 für Hübi. Aber wir haben ja noch viele Fragen. Ich wollte gerade bei den Chats-Fragen, da wird es halt wirklich, da entscheidet dann so das Glück ein bisschen. Oh, genau. Das ist eine gute Frage. Frage 4. Oh. Welchen dieser Fahrer gab es nicht in Mario Kart für die Wii U? Mario Kart 8 für die Wii U. Baby Rosalina, Lucky Two, Knochentrocken oder Toadette? Für die Wii U? Für die Wii U, Mario Kart 8 nicht, für die Wii U. Mario Kart 8 Deluxe war doch mit allen DLCs, die es für die Wii U auch gab, ne? Genau. Also Scheiße. Es gibt jeden diesen Charakter in Mario Kart 8 Deluxe. Fuck! Ich log ein. Ich bin jetzt nicht 100% sicher, aber. Ich hab's verschissen, glaube ich. Warum? Alles gut, wir warten mal. Also, ich bin wieder zwischen zwei, aber ich tendiere eher zu dem, was ich hier geschrieben habe. Okay.
Nee, Vic, das ist richtig. Sagt, wartet, Vic sagt C, knochentrocken. Woher die Annahme aber? Ich weiß, also ich hab auch die Wii U-Version gespielt und ich bin mir ziemlich sicher, Baby Rosalina war am Start. Ich bin mir auch sicher, Lacktur war am Start und ich bin so zwischen C und D. Und irgendwie fühlt sich an, als wäre C die richtige Antwort, aber ich bin nicht sicher. Also jetzt mal. Bei Toadette gab's auch ein Wii U, ne? Also ich hoffe, ich bin jetzt nicht dumm, also. Aber gab es nicht irgendwie alle? Mein Chat verwirrt mich gerade hardcore. Mein Chat war alle so, also ich gucke immer erst den Chat, nachdem ich die Antwort abgeschickt habe. Nein, so. Und alle C, C, C. Und ich habe B genommen, weil Lucky, du war doch kein Fahrer. Der fährt, der holt doch nur die Leute auf die Straße. Den kann man doch nicht fahren. Den gibt es auch nicht in der Switch-Version. Echt? Gab's denn nicht? Es gibt alle in der Switch-Version. Hä? Nein, Lucky, du bist doch kein Fahrer. Laber doch nicht. Oder doch? Nein. War Lucky nicht auch ein Fahrer? Es holt doch nicht Lucky auf die Strecke. What the fuck? Ich bin so verwirrt. Soll ich auflösen, Jungs? Ja, bitte. Ja, löst mal auf. Und zwar hat in der Frage hier... Fuck, es gibt echt Lucky Tour als Fahrer? Es gibt Lucky Tour. Ich hab den noch nie genommen. Holy shit. Ja, also mir war schon klar, dass es Lucky Tour gibt, aber ich war echt zwischen C und D. Weil irgendwie Toadette war so... Gab's die in der Wii U-Version? Krass, nee, echt. Tatsächlich gab's Toadette, Lucky Tour und Baby Rosalina alle. Ich hab extra nur diese Wayne-Charakter genommen, die niemand fährt. Yeah, niemand fährt Baby Rosalina und wenn du gerade, der zuschaut, Baby Rosalina fährt, dann bist du ein Weirdo, such dir Hilfe. Also ich glaube, ich würde eher Baby Rosalina fahren als Lucky Tour. Baby Rosalina ist ein legit Take bei 200 CCM. Ja, okay, sorry, Tryhard. Ich muss nicht, dass du E-Sport. Ja, Bruder, ich dachte, du willst dir mit echten Nerds ein Quiz machen. Ja, nee, und jetzt werde ich gefrontet, dass ich ein Nerd bin. Okay, danke, Bruder. Ja, okay, Bro, wer hat die Frage gerade falsch beantwortet? Egal. Ada, hier schreibt gerade jemand, ich weiß nicht, ob das stimmt. Stimmt das? Hier schreibt gerade jemand, der Fahrer heißt Lucky To mit O und der Dude auf der Wolke Lucky To. Ist das so? Ist das so? Wäre mir neu. Bruder, dann hätte ich ja recht. Hä? Wow. Nein, alles gut. Wow. Nein, alles gut. Ich mach den. Nein, alles gut. Mach weiter. Nee, okay, der kleinkarierte Boss. Du hast gerade falsch gemacht für Content, weil jetzt ist es wieder ausgeglichen, Bro. Vielen Dank, Mann. Jetzt bleibt für mich viel spannender. Kommen wir zur nächsten Frage. Frage Nummer 5. Welches dieser Minecraft-Mobs hat Angst vor Katzen? Hühnchen, Fische, Hexen oder Phantome? Wer hat Schiss vor Katzen? Aber ich muss Chat schließen, bevor ich reingucke, weil jetzt muss ich überlegen. Du musst wahrscheinlich ja auch raten, ne? Weil die Sache ist, Minecraft habe ich halt das letzte Mal wirklich aktiv vor Ewigkeiten gespielt. Siehst du die Minecrafter hier? Ich hübe doch sogar einen Server, nee, oder? Ich arbeite gerade an einem, aber ich habe in meinem Leben noch nie eine Katze in Minecraft angefasst. Oha. Es gibt Hexen? Ja. Oh mein Gott. Ey, ich habe keine Ahnung von Minecraft, bin ich ganz ehrlich. Wow. Ja, ich muss raten. Also ganz berühmt sind Creeper, die vor Katzen Angst haben. Aber ich dachte, das wird zu viel. Hätte ich auch nicht gewusst. Nee, hätte ich auch nicht gewusst. Alter, selbst das? Oh, scheiße. Dann wäre ich jetzt vielleicht ich weiß nicht mal, was Phantome sind. Oh nein. Okay, alles gut. Aber ja, komm, da muss man jetzt ein bisschen Glück haben. Gamble. Das ist... Ihr könnt vielleicht auch ein bisschen logisch überlegen. Ich gamble. Beide am Gamblen. Ja, okay, aber das ist auch schwer. Ja, ich gamble auch. Creeper hätte man vielleicht noch wissen können, aber ja, das Gamble. Okay, beide Antworten sind da und beide sagen C. Boah, Hexen. Gut, egal was es ist auf jeden Fall kein Unterschied im Spielstand. Ja, aber wie kommt ihr gerade auf Hexen? Ich meine, Hexen sind doch auch so dafür bekannt, so schwarze Katzen zu haben. Ja, oder? True eigentlich. Kein Schimmer. Ich weiß nicht mehr. Also, wie Hühnchen und Fische war mir zu obvious. Ich war zwischen Hexen und Phantome, aber. Und ich kenne Phantome gewählt. Nicht, deswegen habe ich Hexen genommen. Okay, Vic, weißt du, was Phantome sind? Nicht. So, sind das diese, warte mal, sind Phantome nicht diese Kreaturen im Nether? Scheiße, nein, okay, dann wisst ihr beide nicht. Ich hab keine Ahnung. Okay, dann war es vielleicht ein bisschen unfair, das wusste ich nicht, weil es sind Phantome. Alter, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich glaube, ich hab mal diesen Screenshot gesehen, aber das war's dann auch schon. Ja, Phantome kommen, wenn man ein paar Nächte in Minecraft nicht schläft, dann jagen die einen in der Nacht. Die haben Angst vor Katzen? Die haben Angst vor Katzen. Das ist eine bekannte Strat, dass man Katzen bei sich hält, damit Phantome fernbleiben. Wild. Tatsächlich diese Kreaturen Angst vor Kiddies. Okay, da hatten wir beide keine Ahnung. Bei mir ist gerade ein Bild von der Wand gefallen. Ignorieren wir das Ganze. Und kommen zur Paranormal Activity. Bonusrunde! Oh, Mashallah! Bonusrunde! Falsche Antwort, -2? Ja, Bonusrunde. Ich erkläre kurz Bonusrunde. Ich hab Angst. Und zwar, ihr müsst nicht antworten. Es ist hier komplett optional.
Es ist quasi oh nur. Oh mein Gott. Wenn du Eier hast, antwortest du. Wenn du Eier hast. Wenn ihr einen Vorsprung erlangen wollt, dann antwortet ihr. Und wenn ihr keine Eier habt, keine Balls, habt ihr eure Hose. So antworten, aber dir schreiben oder so antworten? Mir schreiben. Okay. Damit man sich nicht irgendwie inspirieren lassen kann. Richtige Antwort gibt 2 Punkte, aber wenn ihr verkackt, werden euch 2 Punkte abgezogen. Deswegen Obacht. Oh es Gott. Ist High Risk, High Reward. Okay. Habt ihr verstanden? Ja, ich hab verstanden. Okay, die Frage ist jetzt. Welches war das zweitmeistverkaufte Nintendo 64-Spiel? Keine Antwortmöglichkeiten. Ihr müsst mir den Titel schreiben. Bonusrunde, schwere Fragen, aber natürlich auch einen hohen Reward, sag ich mal. High Risk, High Reward. Ich kann euch Es ist ja? zwischen zwei Spielen. Ja, komm, sprech mir es aus. Es ist Ocarina of Time oder Mario 64. Nee. Nicht? Okay, ja, ich bin eh raus. Ich antworte nicht. Ich wollte gerade sagen, soll ich euch als Tipp das meistverkaufte nennen oder wäre es lame? Nein, das wäre lame. Okay. Boah, nee. Es ist zwischen zwei Games. Du meintest Mario 64 OOC. Was ist denn deiner Meinung nach Platz 1, Hübi? Ich hab gerade wirklich überlegt, also. Nee, ich will jetzt nicht antworten, solange Vic noch nicht sich finalisiert hat. Okay. Es ist ein 50-50-Ding. Also entweder ich sag jetzt auf jeden Fall das Richtige oder das Falsche. Es ist auf jeden Fall zwischen zwei Games. Ihr müsst, wie gesagt, nicht antworten, wenn ihr euch unsicher seid. Wollen wir antworten? Ich antworte nicht. Aber wenn wir beide falsch liegen, dann verlieren wir 2 Punkte beide. Ist doch scheißegal. Sprechen. Aber das Ding ist halt... Aber das macht es spicy. Ohne jetzt zu weit vorzugreifen, kommen noch mal Runden, wo man so mehrere Punkte gewinnen oder verlieren kann, egal in welcher Art? Weil ich glaube, wenn jetzt einer richtig und einer falsch ist, Digga, 4 Punkte holt man nicht mehr auf. Hübi, wenn du Eier hast... Okay, Bruder, wenn ich Eier hab, ich schreibe jetzt diese scheiß Antwort. Ja? Ja, so, ich hab geschrieben. Okay, Hübi, die Antwort ist da. Okay, ich schreibe auch. Oh Gott, ich hab so Angst, oh mein Gott. Ich wollte nur noch mal sagen, ich will nicht spoilern, aber ich habe genug Mechanismen eingebaut, um safe, egal wie behind man ist. Ach Bruder, so Nintendo-mäßig? Du hast schon geschrieben, Hübi, ne? Ich hab schon geschrieben, ja. Beide geschrieben. Okay, ich glaube, es ist zwischen Mario 64 und Mario Kart 64. Okay, Bruder, dann ich habe Mario 64 genommen. Ich habe Mario Kart 64. Ja, weil es ist so, Mario 64 dachte ich mir so, das war so das erste obvious Game. Aber dann dachte ich mir so, ja. Nee, das ist nur, weil ich das so liebe. Die ganzen Leute spielen irgendwas anderes. Ich befürchte, dass sich Mario Kart 64 trotzdem besser verkauft hat als Mario 64. Aber es ist einer von den beiden. Ja, also ja. Ich kann ja schon mal sagen, Platz 1 und 2 sind Mario 64 und Mario Kart 64. Ich wusste es, oh mein Gott. Es ist halt die Frage, welches von den beiden Platz 2 ist. Und zwar, derjenige, der jetzt hier 2 Punkte nach Hause holt, ist tatsächlich Vic mit Mario Kart 64 auf Platz 2. Oh shit. Ich war erst bei Mario 64, aber dann dachte ich mir, nee, das ist ja auch es ist ja auch ein Game, was am häufigsten mit der Konsole selbst verkauft wurde. Und es ist vor meiner Zeit. Ich glaube wirklich, ja doch, das macht Sinn. Boah, ja, Mann. Shit! Ja, Mann, das kann echt daran liegen. Mario 64 auf Platz 1. Aber ihr habt beide an sich die ersten Menschen. Ja, aber Hübi, ich appreciate, dass du Eier gezeigt hast. Keine Sorge, ich komme zurück wie ein Frisbee. Ja. Wie gesagt, es gibt noch genug solcher Runden. Es ist noch nichts verloren. Machen wir aber mit einer normalen Frage weiter. Einfach wieder ein bisschen chillen, ne? Was war der Codename für den Nintendo DSi, als der gerade in der Entwicklung war? Camera DS, Prism, Twilight oder einfach DSi, wie er auch zum Schluss hieß? Da ist natürlich ein bisschen Background-Info gefragt an der. Five-Head. Ich bin wieder zwischen zwei Möglichkeiten. Ja, ich auch. Komm, geh deinen Weg wie ein Alpha. Ich vertraue meinem Bauchgefühl. Du bist Alpha, Mann. Ich sag nur, weil ich das schon mal irgendwie gehört habe. Ich habe auch eines schon mal gehört. Okay. Ja. Vic sagt B und Hübi auch. Ja. Beide Prism. Ja. Ich hab irgendwo. Woher der Guess? Ich hab das schon mal irgendwo gehört. Nintendo Prism. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Ja, also Camera DS. Es könnte auch einfach nur DSi sein. Also zwischen B und D, glaube ich. Weil A ist zu abgespaced, finde ich, so Camera DS. Und C ist halt einfach nur ein Zelda-Game. Das ist immer so.
wenn du irgendein Videospiel entwickelst, ist immer Codename Croissant, obwohl du Call of Duty entwickelst oder irgendwie so. Weißt du, die Codenamen geben immer gar keinen Sinn gefühlt. NX, einfach random Buchstaben. Yeah. So. Ja, aber Prison oder einfach nur DSI, das eins von beiden wird es auf jeden Fall sein. Okay, Hübi, zwischen was hast du geschwankt? Du meinst auch Twilight? Ja, ich habe auch Twilight und Prison. Aber Twilight, also mein Bauchgefühl war Prism. Also ich direkt, als ich die Antworten gesehen habe, war so, ja, Prism, safe. Und ja, dann so Twilight, vielleicht. Und dachte ich mir, nee, komm, erstes Bauchgefühl. Ja, es sind tatsächlich meistens einfach random Wörter, die sich cool anhören. Und Nintendo dachte sich so, ja, Twilight klingt halt als einfach ziemlich cool. Nintendo Twilight als Codename. Krass, Alter. Wild. Ja, Twilight, das wäre am Ende einfach so. Ja, heute habe ich meine Twilight mit dabei. Twilight klingt cool. Warum haben die es dir das Ei genannt? Das klingt so cool. Ich wünschte, die wird so heißen. Ja, Twilight klingt schon cool, aber ich dachte mir, vielleicht hast du einfach nur an Zelda Twilight Princess gedacht und dachtest dir, okay, Twilight, rein damit. Ja, nee, Prism war einfach ein Wort, das ich cool fand. Okay, krass. Ich könnte aber schwören, ich habe das schon mal irgendwo in irgendeinem Zusammenhang gehört, aber... Same. Das kann sein. Das wäre mir neu, aber es kann sein, vielleicht einfach... Irgendwas anderes vielleicht oder... Was? Ja, Prism Break. Prism Break. Okay, dann für niemanden einen Punkt. Vielleicht sieht es hier besser aus, weil hier ist Pokémon Knowledge gefragt. Gegen was ist der Typ Stahl effektiv? Kampf, Gestein, Boden oder Käfer? Leider bin ich kein allzu krasser Pokémon-Fan. Sefi, enttäusch mich nicht. Komm schon, Sefi. Deine Schule muss das gebracht haben. Komm schon. Mein Gott, du wirst so eine Enttäuschung jetzt werden. Hübi hat direkt rausgeballert. Ja. Viktor, Sefi, ich glaube an dich. Du hast Zeit. Überleg vielleicht mal so ein bisschen auf logisch. Wie viel? Ja, ich überlege gerade, was logisch wäre. Weil Stahl, Käfer ist halt für mich komplett, also das ergibt gar keinen Sinn. Kampf fühlt sich auch nicht richtig an, also bin ich zwischen B und C, Boden und Gestein. Ja. Also ich gehe nach Gefühl. Ich gehe nach Gefühl. Keine Ahnung, juckt mich nicht. Hier. Er haut einfach raus. Ja, es muss B oder C sein. Ich bin ehrlich, bei den neuen Typen, sowas wie Stahl, ich habe immer so eine Tabelle offen. Bei Gott, ich habe gar keinen Plan. Ich habe auch... Ja? Ja, was wolltest du sagen? Ich wollte nur sagen, Vic, du meintest Gestein und Hübi meinte Boden. Okay. Okay, also beide was anderes, Stein oder Boden, aber ja, also Käfer würde gar keinen Sinn ergeben. Nee, das macht gar keinen alle Sinn. Alle einig. Ist halt die Frage, so ein bisschen Stahl gegen den Boden werfen, so ob das effektiv ist, ne? Ja, Boden ist richtig wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, wir werden es jetzt herausfinden. Gestein ist richtig! Oh mein Gott! Sefi ist so enttäuscht gerade. Sefi ist so enttäuscht gerade. Mario Kart 64 geholt, was ein Zufall. Als ob. Sefi ist so enttäuscht. Als ob. Ich war mir so sicher, dass es Boden ist. Weil Hübi wirkte so, als hätte der E-Plan. Bruder, Hä? Ich dachte, wenn ich Erdbeben gegen Bronzong einsetze, ist es sehr effektiv. Schneemann. Boden ist effektiv gegen Stahl, aber effektiv heißt quasi normal effektiv. Oder warte mal, ging es um effektiv oder sehr effektiv? Also das, was mehr Schaden macht als normal. Ja, okay. Nee. Ja, okay. Ja, oh, es ist Gestein. So, weiß nicht, mit so einem Hammer gegen so Stein, dann geht er kaputt so. Also, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall effektiv. Ach lol, ich hab... Nein! Ich dachte, was ist gegen Stahl effektiv? No! Oh, Bruder! Oh. Oh. No. Ja, das hätte ich gewusst. Ja, Scheiße. Oh, shit. Shit. Da kommt das Copium mal wieder heraus. Ja, okay, crazy. Dann, gegen was ärgerlich. Ist der Typ Stahl effektiv? Gegen was? Shit. So, gegen was ist der... Ja, okay, ja. Oh, fuck, Alter. Ja, weiß. Internet hat sich verabschiedet. Ich sehe ihn noch bei... Ja, bin wieder da. Ja, welcome back. Mein Internet war einfach für 5 Sekunden aus. Ja, also er ist halt gegangen, als er die Frage falsch gemacht hat. Nee, Internet war kurz für 5 Sekunden aus. Bin wieder da. Stream ist auch wieder an. Alles gut. Okay, let's go. Welcome back, guys. Okay, welcome back. Machen wir einfach schnell weiter. Machen wir einfach weiter. Alles drin.
Frage 8. Wie viele handgezeichnete Frames existieren in Cuphead? Ja, komm halt die Fresse, Bruder. 500, 5000, 50.000 oder 500.000? Das ist an sich einfach nur eine Schätzfrage. Mhm. Aber, naja, Cupheads, so, ich muss euch ja nicht sagen, so viele, viele per Hand gezeichnete Animationen, Frames. Kahoot-Theorie. Ja. Ist ja diesen Cartoon-Style. Ich gehe nach Gefühl. Das ist auch so eine Sache, die ich nicht weiß, aber die Antwort fühlt sich für mich irgendwie richtig an. Derjenige, der es weiß, also ich weiß, es gibt diese eine Person, die es gerade weiß, du bist ein Freak, hör auf, warum weißt du das? Also an sich kann man nicht wissen. Also ich habe eingeloggt. Ich habe auch eingeloggt. Also ich, A und B fühlt sich irgendwie zu wenig an. Für mich persönlich. Ihr sagt beide C, ihr sagt beide 50.000. Ja. Wie kommt es, dass ihr nicht denkt, nur 5.000 oder 500.000? Kahoot-Theorie. Ich habe super viel Kahoot gespielt. Und bei Kahoot mit Fragen, bei denen man aus so einer Range auswählen kann, wie hier, ist es immer das zweithöchste. Weil man als Fragensteller das automatisch solche Antworten meistens, so zu 80% ist es immer das zweithöchste. Ja, bei mir ist es halt so rein Gefühl, weil ich muss ja vorstellen, da sind halt super viele Animationen. Das Game ist jetzt auch nicht so mega kurz. Das ist ja alles hand-drawn und 500.000 klingt aber zu heftig. Also, wenn das wirklich 500.000 sind, dann Respekt. Aber ich bin bei 50.000. Da, Hübi, hör mal auf, mein Mind zu analysieren. Das ja, ist Bruder, echt das zweithöchste crazy. Kahoot-Theorie, das ist zu 80% ist das zweithöchste das Richtige. Alter, die Psychoanalyse, krass, das hat auch noch geklappt, fuck. Aber ja, er hat absolut Dresden. 50.000. Ja, nice. Spiel, nice. Fast alles per Hand gezeichnet wurde, ist crazy. Vor allem, was ich crazy so krass finde, dass sie einfach diesen DLC für fucking 8 Euro verkauft haben. Wie können die das Gewinn machen? Wen? Wie können die Gewinn machen? So. Naja. Mit der Netflix-Serie. Ja. Keine Ahnung. True. Weißt du, und dann, wenn du immer im Vergleich hast, Nintendo hat einfach alles für 60 raus, egal wie gut oder schlecht. Da fühle ich mich einfach nur schlecht für die Cuphead-Entwickler. Ja, Zigaretten-Emoji. Was soll man sagen? Kommen wir weiter zu Frage Nummer 9. Welche Fastfood-Kette hat der Gründer von Atari ins Leben gerufen? Taco Bell, Chuck E. Cheese, In-N-Out Burger oder Five Guys? Hier ist sehr viel Background-Info gefragt. Da bin ich wieder zwischen zwei Sachen. Ich habe absolut gar keinen Schimmer. Nolan Bushnell, falls euch der Name sagt, der Gründer von Atari, dachte sich so, ja, auch ein bisschen Fastfood. Und dann hat er auch noch einfach mal so eine erfolgreiche Fastfood-Kette ins Leben gerufen. Also ist ein Macher, ist ein Hustler. Also ich bin mir zu 50% sicher bei einer Sache und bei der anderen. Es ist wieder so eine entweder das oder das. Ich muss mal die Antwortmöglichkeiten besser machen. Ich habe eingeloggt. Ich habe auch eingeloggt. Ich glaube, es ist zwischen A und B. Entweder Taco Bell oder Chuck and Cheese. Chuck and Cheese denke ich halt, weil das ist irgendwie, da gibt es so Andeutungen bei Five Nights at Freddy's und bei diesen 2D-Sachen. Das erinnert ja irgendwie an Atari und deswegen habe ich das so miteinander kombiniert. Irgendwie, keine Ahnung. Also, deswegen habe ich dir gesagt. Ich kenne weder Chuck E. Cheese noch Five Guys, Bruder, kein Schimmer, was das ist. Ich habe jetzt Taco Bell genommen, weil Taco Bell klingt wie A Taco Bellerie. Ja, ich sag Chuck E. Cheese. Oh, was ist das für eine Erklärung? Ja, okay. Bruder, ich habe keine Ahnung, 1 zu 4 Chance. Ich habe richtig, richtig gestretched, so, yo, es gibt Five Nights at Freddy's und da gibt es so Sachen, so 2D-Passagen, die aussehen wie Atari und Five Nights at Freddy's hat ja auch mit Chuck and Cheese zu tun oder das ist eine Anlehnung daran und vielleicht sind diese 2D-Sachen eine Anlehnung auf Atari und dann hat das miteinander zu tun und so. Also richtig gestretched. Ja, also Taco Belli ist schon eine interessante Theorie. Das muss ich lassen, aber tatsächlich, Vic, interessante Herleitung. Interessante Herleitung. Aber ist das so? Ist das so? Oh mein Gott. Das ist wirklich crazy. Ich war gerade dieser Typ von dem Meme mit diesen roten Fäden überall auf dem Whiteboard. Ja, was für ein Meme mit roten Fäden? Hey, dieser Typ, der alles, der überall die Connection sieht und überall diese roten Fäden sieht. Ach, der. Atari, Entwickler, GigaChat auf jeden Fall. Er sagt einfach so, ja, auch mal ein bisschen Chuck E. Cheese. Er hat einfach beides gegründet. Ich kenne das nicht. Boah. Ich bin aber wirklich, ich bin doch nur in den Staaten. Ich bin echt kein intelligenter Typ. Chuck and Cheese gibt's auch diese Pizzen, die irgendwie ungerade sind. Also da hat irgendwie Machine Doors vor Ewigkeit mal so ein Video gemacht, dass diese Pizzen nicht so gut sind und die immer so eine andere Form haben. Irgendwie sowas. Ja, ich kenne die auch. Exakt. Und das ist dieses Maskottchen mit dieser Maus, mit der Cap und so. Da sind auch so Figuren und so. Ja, okay.
Ja. Du kannst auch aufholen, Hübi. Alles gut. Einfach der krassere Nerd. Das ist vielleicht deine Frage. Mario 64. Wie heißt der Pinguin, den man in Cool Cool Mountain rettet? Ruby, Dixie, Taxi oder Squirt? Squirt! Squirt. Weißt du das, Hübi? Ich habe keine Ahnung. Ich hab ne Vermutung. Ich weiß nur, wie der Hase heißt, aber das weiß ja jeder. So. Ich bin wieder zwischen zwei Sachen. Liest ihr die Dialoge in Mario 64? Nee. Nicht? Lest ihr nicht alle Schilder? Was ist denn mit euch? Steht das auf einem Schild? Ist ein Dialog, glaube ich. Okay, krass. Glaub ich. Also ich habe eine Theorie, aber die hat jetzt nichts mit den Schildern zu tun. Darfst du sagen, ob die weiblich oder männlich ist, dieser Pinguin? Hä, nee, jetzt keine extra Infos, ich habe schon eingeloggt. Ja, okay. Das ist bei Wer wird Millionär mit Günther Jauch, ja, also jetzt hier bei der Millionenfrage. Also ist es jetzt eher so 1 und 2 im Alphabet oder so der dritte oder vierte Buchstabe im Alphabet? Okay, ich logge ein. Oder? Ich bin zwischen zwei Sachen. Ich warte erst, bis Hübi eingeloggt hat. Ich hab schon eingeloggt, Meister. Hübi okay, hat eingeloggt. Ich glaube, es ist zwischen A und C. Ruby oder Taxi? Taxi klingt wie so ein Mario 64-Character. Und Ruby klingt zu Englisch. Wobei, das macht keinen Sinn. Oh, ich sag A. Okay. Weil ich glaube, Taxi ist ein bisschen zu weit hergeholt. Aber das klingt halt wirklich wie so ein Mario 64-Character. Ja, also, das ist Taxi, der Pinguin. Also ich habe Taxi genommen, weil es gibt so ein Game, das heißt irgendwie Epic Tax Racers oder so. Und das ist so ein Pinguin-Videospiel, wo du mit so einem Pinguin so einen Berg runterslidest. Das war damals auf den Schul-PCs drauf. Und ich glaube, okay, Tax ist immer irgendwas. Also irgendwie verbinde ich seitdem Tax immer mit Pinguin. Ja, okay, ja gut. Das, aber es hat jetzt nichts mit Mario 64 zu tun. Also er kann auch Ruby heißen. Okay, crazy Theorie. Also das wusste ich jetzt auch nicht, dass das irgendwas mit Pinguin zu tun hat. Es ist tatsächlich Taxi. Es ist ja, Taxi. Ich hätte mein Pinguin-Name. Ich hätte mal auf mein Gefühl hören sollen, weil ich war so, Taxi klingt am ehesten wie ein Mario 64-Charakter. Ja, scheiße. Aber also der Punktestand nach 10 Fragen ist 8-3, Vic. Ich glaube, du kannst ein bisschen chillen erstmal. Aber ist halt die Frage, Vic, ob du Eier hast, weil wir kommen zu einem neuen Bonus. Oder ohne die Bonusrunde wird es einfach 6-5 stehen, Alter. Nee, Digga, komm. Das ist so belastend. Richtige Antwort, diesmal 3 Punkte, Obacht. 3 Punkte gewinnen und 3 Punkte verlieren. Wir gehen hier ein hoch. Wir gehen hier ein hoch. Es ist optional, wie gesagt. Ich kann jetzt alles verlieren. Frage. Ja, seid ihr männlich? Habt ihr Eier oder nicht? Ich zeige euch erstmal die Frage. Für was ist die Bezeichnung MMO die Abkürzung? Ihr wisst das Genre, MMO, für was steht das ausgeschrieben quasi? Ich wusste das mal. Ja, MMO-RPGs aber und so. Aber wenn da ein Fehler drin ist, ist also auch wenn es ähnlich klingt, ist trotzdem falsch, ne? Ist dann trotzdem falsch, ja. Okay. So Rechtschreibfehler und sowas heißt doch, aber... Also ich meine es zu wissen, vielleicht bumse ich jetzt auch mein ganzes Leben so, aber ich muss Punkte sammeln. Ich hab geraten. Ja. Hübi hat abgegeben. Vic, willst du? Du könntest. Nee, ich halte mich raus, weil ich hab so eine Ahnung, aber selbst, also das ist ja, nur... Ja, genau, so geht's mir etwas, auch. Das ist nur ähnlich, wie es ähnlich klingen würde. Wahrscheinlich ist es sowas Ähnliches, aber dann trotzdem was anderes. Komm, Ulti, mach nicht diesen, wenn ich einen Rechtschreibfehler oder so hab. Also darf ich sagen, was ich denke, aber nicht einloggen? Ja, ich habe eingeloggt, also du... Okay, also ich hätte jetzt gedacht Multi-Mass Online, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Nee, also ich hab Massive Multiplayer Online, weil ich weiß, glaube ich, dass MMORPG heißt Massive Multiplayer Online Roleplay Game. Ja, doch, also ich glaube, das stimmt tatsächlich. Das Massive Multiplayer Online klingt schon richtig. Ja, also es heißt Massively Multiplayer Online. Ey, komm, das aber, kann man gelten lassen, oder? Ja, ich würde sagen 1,5 Punkte. Yeah! ich habe sogar extra vorhin gefragt, so Ulti, yo, wenn da Fehler drin sind. Und er hat gemeint, dann kriegt man keine Punkte. Ja, also das Ding ist halt, ich würde die Punkte hier geben für Hübi, aber wenn Vic jetzt sagt so, nee, dann ist es fair, weil ich habe es wirklich gesagt. Er hat's gesagt, ich habe ihn gefragt und er meinte, das ist die Regel. Ja, okay. Aber guck mal, lass doch so einen Kompromiss finden, dass man sagt zumindest 1,5 Punkte. Bruder, ich habe vorhin mit dir diese verkackte N64-Runde gespielt, obwohl ich nicht wollte. Und jetzt habe ich
zwei fucking, ich habe eine falsche Konjugierung oder was auch immer dieses Adjektivs genommen. Und jetzt machst du so, ja, also ey, wenn man jetzt nicht genau Regeln. Hinguckt. Es sind die Regeln von Ulti. Was es sind die Regeln von Ulti. Ja, jetzt dich auf Ulti ab. Du bist, oh Digga, du machst mich so aggressiv gerade. Holy shit. Ja, okay, dann sagen wir zwei Punkte. Okay. Okay, am Ende muss Ulti entscheiden. So. Ich habe ihn gefragt, er meinte, das ist dann auch nicht erlaubt. Ja, also er hat mich gefragt, ich würde Hübi für die zwei Buchstaben trotzdem die Punkte geben. Aber ich könnte es verstehen, wenn du sagst, es ist unfair. Deswegen, wenn du sagst, nein. Triff eine Entscheidung. Ulti, er hat gesagt, du musst die Entscheidung treffen. Ja, es ist seine Entscheidung. Wir haben nichts damit zu tun. Ulti trifft die Entscheidung wie ein Alpha. Wir wälzen das alle auf den jeweils anderen ab. Nein, Ulti trifft die Entscheidung. Ach. Du bist Game Master. Ja. Ja, also fair wäre es schon, wenn ich dir den nicht gebe jetzt eigentlich. Ich würde halt auf korrekt machen. Aber eine Entscheidung. Gib ihm zumindest ein paar Punkte so. Ich gebe dir fürs gute Gewissen jetzt einfach 2 statt 3. Okay. Ist okay. Das ist deine Entscheidung. Ja, wir sagen 2. Wir sagen einen Punkt Abzug für die zwei Buchstaben. So. Oh mein Gott, okay. Schnell weiter zur nächsten Frage. Er steht, ey, du hast 2 Punkte gemacht. Let's fucking go, oder? Ja. Zur nächsten Frage, jetzt keine Antwortmöglichkeiten mehr. Oh mein Gott. Obacht. Wie viele monatliche Spiele hatte Roblox? Egal, was weiß ich. Ja, kein Schimmer, Digga. Kein Plan. Ich habe noch nie in meinem Leben Roblox angefasst. Muss man auch nicht. Je näher dran ist. Wer näher dran ist, bekommt jetzt den Punkt. Oh. Monatliche Spiele. Das ist. Ist das. Also. Nee, das ist, glaube ich, auch zu spezifisch. Also. Nach welchen Zahlen gehst du? Einfach im Internet gibt es eine Seite, wo das stand, oder? Ja. Also jetzt nicht irgendwie nach SteamDB oder whatever. Nein, also okay, es gibt so eine Seite, so Roblox Charts oder so, und da steht dann jeden Monat. Oh mein Gott, Bro, was weiß ich. Monatliche Spiele. Und derjenige, der näher dran ist, bekommt einen Punkt, Vielleicht anhand anderer Online-Games? Habt ihr vielleicht so die groben Fortnite-Zahlen oder League of Legends oder sowas? Nee, leider nicht, gar nicht. Also da achte ich gar nicht drauf. Ich achte so auf so Verkaufszahlen, aber monatliche Spieler ist gar nicht meins. Okay, ich hab eingeloggt. Roblox ist halt super stark, so. Oh, aber ich glaube jetzt auch nicht so stark wie LOL oder Valorant oder Fortnite. Alter, ich hab deswegen würde ich jetzt einfach, boah, das ist eigentlich viel zu, oder ist das zu niedrig? Boah, ich hab keine Ahnung. Wie interessante Antwort auf jeden Fall von dir. Bruder, ich bereue die Antwort gerade. Ich bereue die Antwort gerade. Oh mein Gott, okay, ich bin gerade ein bisschen überrascht. Also, okay, also, sag mal die Antworten. Ja, oh nein, ich bin aufgestanden. Jetzt sieht man, dass mein Hemd nicht ganz zu ist. Vic meinte 800.000 und Hübi 5 Millionen. Nein, ohne Scheiß. Ich glaube, ist Roblox nicht mit eines der lukrativsten Videospiele überhaupt? Roblox, ja, dominiert doch alles im Jugend- und Kindergaming-Markt, oder? Glaubst du, und es geht um monatliche Spieler, nicht täglich online. Und aber so, Spieler. Also ich bereue, weil ich hätte eigentlich viel mehr nehmen wollen, jetzt wo ich es nochmal drüber nachdenke. Das ist ein so weltweites viele? Kinder... Also ich glaube, Roblox bumst sogar Minecraft, kann das sein? Von den Einnahmen auf jeden Fall. Ich wusste nicht, dass es so stark ist. Also es ist mit das... berühmteste, bekannteste, erfolgreichste Online-Spiel der Welt und ihr unterschätzt Roblox Gewalt? Ja, ich hätte noch mehr nehmen wollen, Es sind 200 Millionen, Jungs. Wow, oh, 200 Millionen monatliche Spieler? Ja. Du darfst monatlich ich habe auch es mit täglich und das ist so, monatlich ist ja wirklich 30 Tage lang, wer sich mal eingeloggt hat. So. Genau. Oh mein Gott, true. Wer sich innerhalb dieser 30 Tage einmal eingeloggt hat, das ist jetzt nicht die direkt. So, ich weiß zum Beispiel, ich habe ein bisschen dumm gedacht. So, wenn erfolgreiche Spiele auf Steam mal gut sind, dann haben sie so eine Mille Spieler am Tag. Aber das ist dann halt auch nur PC und Steam only. Ja. So, und aber ja. Ich hätte jetzt im Nachhinein auch noch mehr gemacht. Aber bist näher dran. Ich krieg jetzt einen Punkt, oder? Genau, Hübi bekommt einen Punkt, das steht 8-6 für Vic. Crazy. Ja, Hübi kommt zurück. Comeback gerade, aber wir haben noch viel vor uns. Ist super spannend auf jeden Fall. Es ist Content, Jungs. Es ist gerade sehr, sehr spannend. Mal gucken, wer die nächste Frage richtig beantwortet. Schon wieder eine Minecraft-Frage. Ja, ihr kennt da nicht so gut aus, aber wie lange dauert es, Obsidian mit der Hand abzubauen? In Sekunden, ne? Wie du willst. Kannst auch Stunden sagen. Ja, okay, also in der Zeiteinheit, ja. Genau. Jetzt nicht irgendwie Frames oder so eine Scheiße. Nein. Oder Schläge mit der Hand oder keine Ahnung. Okay. Nee, eine Zeitangabe. Für alle, die es sich nicht so gut auskennen, Obsidian, sehr harter Block, selbst mit einer Diaspitzhacke. Nein, sag nichts, Bruder. Okay. Ich habe leider keine Ahnung. Ich habe wieder nur geraten. Also,
Hast du schon abgegeben, Vic? Hm. Okay, dann kann ich laut denken. Also, ich muss kurz laut denken. Also, ich glaube, mit einer Diamantspitzhacke dauert es roundabout 15 Sekunden, würde ich jetzt mal sagen, einen Block abzubauen. So, jetzt ist Diamant das Krasseste. Das heißt, mit der Hand landen wir bei exakt 4 Minuten und 27 Sekunden. Echt? Ja, habe ich gerade mathematisch ausgerechnet. Ja, ich hab leider keine Ahnung. Taschenrechner ist offen. Okay, krass. Vic sagt exakt eine Minute. Nee, Bruder, viel mehr. Also ich glaube, auch mit meinen 4 Minuten bin ich, glaube ich, viel zu low. Ja, ich habe leider, wie gesagt, von Minecraft nicht viel Plan. Ja, Minecraft-Fragen nicht sein Steckenpferd. Ich kann es ja sagen, was bei einer Dia-Spitzhacke der Fall ist. Dia-Spitzhacke roundabout 10 Sekunden. Okay. Auch schon sehr, sehr lang. Wahrscheinlich 5 Minuten, oder? Mit der Hand. Mit der Hand dauert es exakt 250 Sekunden. 4 Minuten und 10. Oh mein Gott, ich bin 17 Sekunden daneben. Ja, ja, also Hübi, Fast-Punktlandung, crazy. Das ist krass. Das ist sehr, sehr starke Antwort gewesen. Ja, der Punkt, den hast du verdient. Damn. Well deserved. Sehr, sehr stark. Boah, sehr, sehr stark. Dieser Minecraft-Frage zerstört mich. Oh nein. Aber ey, ich glaube, es war die letzte Minecraft-Frage. Deswegen gut für dich an der Stelle. Wir kommen weiter zur nächsten Frage. Wie viele Helfer-Trophäenkämpfer gibt es in Smash Bros. Ultimate? Das ist vielleicht eine Frage eher für dich, Vic. Ja, definitiv. Ich glaube, ich habe 2 Spielstunden oder so in Smash. Ich bin mir da aber auch nicht sicher, weil ich halt nie mit Items spiele, ne? So, das ist das Problem. Also, es geht aber nicht um Trophäen, sondern um Helfer-Trophäen, die man auch im Kampf einsetzen kann, ne? Helfer-Trophäen-Kämpfer, also du bekommst dieses Helfer-Trophäen-Item und dann kommt da so ein Kämpfer. Wie viele von denen gibt's? So irgendwie Shadow oder Horror-Kit oder so. Ich hab so eine ungefähre Zahl, aber ich bin mir nicht sicher. Also Giga-Chat wär's, wenn du jetzt alle einfach aufzählst und dann mitzählst. Also, da zählen aber nicht die Pokémon zählen da nicht, oder? Die Nein. Pokebälle, okay. Nur die aus Helfer kommen. Okay, ich rate einfach. Naja, also wer das weiß, auch wieder. Also ich muss mal ungefähr raten. Ich hab einfach blind ins Blaue geraten. Kein Schimmer. Okay, ich hab. Okay, beide haben abgegeben. Vic sagt 60. Ich kenn so die Hälfte, ja. Und Phoebe 43. Beide nicht mal so einen großen Abstand, 60, 43, da könnte schon ja knapp werden, sage ich mal, weil es ist ungefähr in der Dimension, das kann ich schon mal sagen. Okay. Es ist niemand hat so richtig reingeschissen, es ist ungefähr in der Dimension, es hätte die Frage, wer von beiden. Ja, Vic weiß eher mehr ist zu wenig Sinn, es gibt ja so viele Kämpfe und das Game ist so. Ich habe keinen Schimmer, Mann. Ich dachte erst bei Helfer-Trophäen, zum Glück habt ihr drüber geredet. So, man hat doch bei Brawl, hat man doch so Figuren einsammeln können. So, für die 100%. Ja, aber das waren normale Trophäen. Ich dachte erst, dass das gemeint ist. Ich habe keinen Plan, Mann. Und da habt ihr über Items geredet, dann so, stimmt, es gibt nur Items. Oh mein Gott, gar nicht der Smash Bros. Main, wie ich sehe. Bruder, ich habe von Smash keine Ahnung. Oh mein Gott. Kampfspiele taugen mir nicht. Vielleicht hast du ja richtig geraten. Die richtige Antwort auf diese Frage ist... Scheiße. 59! Oh mein Gott, dieser Vic, eine! Fast genau! Dieser eine! Kein Schimmer. Vic, fast genau Punktlandung. 59, er hat 60 gesagt, also um 1. Oh shit. Crazy. Endlich mal wieder eine Frage, richtig. Kogi, also du geile Sau, danke für 5 Gifted Subs. Ist du gerade bloß gerade schwer vorzulesen? Muted, Fragezeichen? Ja, ich lese da nur Subs und so vor. Achso, ich wollte gerade sagen, hier geheime Besprechung. Nee, ich will euch aber nicht so, also das passt ja nicht so in den Stream bei euch. Ja, safe, okay. Also, guter Punkt für Vic. Vielleicht kann er Hübis Comeback ja noch aufhalten. Wir werden sehen. Kommen wir erstmal zur nächsten Frage. Wie viele Spiele kamen für die PS1 raus? PS1, also ich würde sagen, es gibt schon ziemlich viele Spiele für die Konsole. Ich glaube, ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch keine PlayStation angefasst. Also PlayStation 1. Alter, Nintendo only? Nein. Bei mir ist auch das Problem, ich hatte also selber keine PS1, aber mein Cousin hatte eine. Und man kennt ja so ein paar Banger, wie zum Beispiel Spyro oder Metal Gear Solid und so. Aber ich hätte jetzt gar keinen Plan. Ich könnte jetzt zu keiner Konsole sagen, wie viele Games dafür rauskamen. Ja, man könnte vielleicht bei PS1 und sowas so die ungefähre Dimension wissen, weil für PS1 ist schon eine Konsole, wo eher so ein paar viele Spiele rauskamen, genau wie PS2. Ja, aber ich habe das Gefühl, aber bei der PS2 kamen viel mehr Games raus irgendwie.
Ja, so viel kann ich sagen. Ja. Also, ich weiß sogar genau, ich kann es dir nach der Antwort sagen, wie viel für die PS2. Oh, ich glaube, ich sag jetzt einfach, ich schreibe jetzt einfach dir. Und es ist wahrscheinlich zu wenig, aber das kommt aus dem Gedanken heraus, dass ich irgendwo mal gelesen habe, dass, egal, ich erkläre ich gleich, wenn Hübi eingeloggt hat. Eingeloggt. Weil ich glaube, auf die PS2, also es gab viel mehr PlayStation 2 Games. Ich glaube, das ist wirklich so ein Tausenderbereich. Und ich glaube persönlich, eine PlayStation 1 ist kein Tausenderbereich. Okay, ich kann dir die Antworten kurz sagen. Vic sagt 300, Hübi 900. Krass. Also, okay. Also ich habe wirklich von der PS1 keinen Schimmer, so gar keinen. Aber ich habe jetzt so überlegt, keine Ahnung, es gibt so Leute wie Gute Laune Typ oder so. Oder die, wie heißt der, Rocket Jansel oder wie heißt die sammeln ja super viele Spiele. So, jetzt gab es für die PS1 ja nicht sowas wie ein E-Shop oder so und Gaming war ja damals noch nicht so weit verbreitet, dass jeder sich mal eben ein Spiel programmiert hat. So im Switch E-Shop hast du ja 8 Millionen Indie-Games. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja damals nicht der Fall. Ja, genau. Und dann dachte ich mir so, okay, es sind jetzt schon nicht so viele. Und dann aber ja, wenn Ulti schon immer wieder betont, dass es viele sind, so gehen wir mal auf die 1000. Keine Ahnung. So. Ja, aber ich habe halt das Gefühl, ich glaube bei der N64 waren es auch irgendwie so 200 bis 400 oder so. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die PS1 so viel mehr Games hatte. Aber mal gucken, was bei rauskommt. Mal gucken, ich kann es euch ja vorher sagen, einfach nur so aus Interesse halber, die PS2 hatte 4000 Spiele ungefähr. Yo, what the fuck, man? Aber die PS1 hatte weniger. Die PS1 okay. Hatte weniger. Und zwar aber nicht so viel weniger, wie ihr dachtet. Es waren trotzdem noch 3061 Spiele. Viele Spiele. Was? So viele Games kamen für die also PlayStation 1 mein raus? Chat sagt gerade irgendwie laut Google 8000. Keine Ahnung, wow. ich will nicht in deine Antwort reinfuschen, aber so mein Chat schreibt die ganze Zeit 7900 laut Google. Wie? Aber das würde jetzt nichts am Ergebnis ändern. Warte, ich kann's dir mal zeigen. Ja, bei mir steht exakt das. Okay, alles klar. Also das war jetzt meine Quelle. Du, alles gut. Ist mir aufgefallen, weil einige haben sie jetzt in den Chat geschrieben, aber du, alles gut. Oh mein Gott, ich habe das ja komplett unterschätzt. Ach du Scheiße. Ja, es sind viele Spiele. Deswegen, ja. Aber so PlayStation-Konsolen immer komplett übertrieben. Ich glaube, Dings N64, so 400, so das kommt schon ungefähr hin. Deswegen, ja. Ist einfach geisteskrank bei PS1. Ja, auf jeden Fall. Krass. Okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie viele Mario Party Spiele gibt es? Da wir die Nintendo Frogs am Start. Hier könnt ihr wieder Punkte sammeln. Und also Mario Party Spiele. Mittlerweile nicht mehr so, aber es gab eine Zeit, da wurden die gespammt. Let's go, Gondi, Bruder. Da ein Mario Party Spiel nach dem nächsten. Ra, 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 ra. Und beide zählen gerade. Mann, es sind ja auch nicht so viele, dass man die nicht zählen könnte, deswegen lasst die Jungs mal counten. Es gibt keine Zeitbegrenzung, ihr könnt euch wirklich eure Gedanken sammeln. Aber eingeloggt. Okay, Speedrun. Okay, Hübi. Ich hab das Gefühl, ich hab einen vergessen, aber juckt, let's fucking go. Okay. Hübi sagt 15, Vic sagt 13. Mashallah. Okay. Einfach mal so aus Neugier. Hübi, kannst du mal alle aufzählen, die du im Kopf hast? Ja, also es gibt erstmal 10 Hauptreihe. Mario Party 1 bis 10. So. Dann gibt's Superstars für die Switch. Dann gibt's Island Tour für den 3DS. Dann gibt's irgendeine normal Mario Party DS. Dann gibt's noch so eine Minigame-Sammlung. Und dann dachte ich mir, ein, zwei habe ich safe vergessen und habe dann noch eins für oben drauf gerechnet. Okay. Oh, ich glaube, das sind 14. Also wir haben jetzt schon 14 aufgezählt, ja. Aber bestimmt kam noch mal irgendwie so ein Ableger. So für den 3DS kam so viel Scheiße raus, von der man gar nichts mehr mitbekommen hat. Hast du auch Super Mario Party dazu gezählt? Oh, nee, dann wären wir schon bei 15. Jawollo! Ja, ich glaube, das vergisst 15. Man immer. Ja. Das Spiel ist so irrelevant. Ja. Okay, also aber 15 oder 16 wahrscheinlich. Ja, ihr seid beide ungefähr im richtigen Spektrum, sag ich mal. Aber es gibt immer ein paar Mario-Partys, die vergisst man. Es sind tatsächlich 17. Boah, krass. Ich hab hier noch Advance kenne ich nicht. Advance okay. Gibt es ja noch. Was ist Advance? Ja, Mario Party ist das wirklich 1 für ein Super Mario Party, Advance, DS, Island Tour, Star Rush, Top 100 und Superstars. Ja. Was ist, also ist Advance wirklich für ein Game Boy Advance gewesen? Ja. Okay. Ich glaub schon, ja. Krass, hab ich nie gesehen. Wie steht das jetzt eigentlich? Es steht jetzt, warte, wer hat gewonnen? Hübi. Es steht jetzt 9-9. Oh mein Gott. Oh Mann. Kopf an Kopf. Kopf an Kopf rennen. Ja, es ist spannend. Ja, sowas wie Advance war nicht mal ein richtiges Mario Party. Das war irgendwie so ein Story-Game. Das war ganz, ganz komisch. Also muss man auch nicht kennen. Und Super Mario Party vergisst jeder, weil es einfach so irrelevant ist für die Switch. Ja. Also, ja.
Aber trotzdem hier, das war gut, dass du gepokert hast, einfach ein paar mehr aufgeschrieben. Ja, also so, man wird nie alles im Kopf haben bei sowas. Deswegen dachte ich mir so, ey, komm, ein, zwei sprechen hier einfach noch oben drauf. Ja, ja. 9-9, crazy. Es ist spannend, aber bevor wir hier weitermachen. Kommt's zu einer Bonusrunde. Ja, diesmal. Ja, das war's. Das war's. Die entscheidet alles. Die entscheidet alles. Nee, Bruder, da kommt am Ende safe in so Nintendo Games so, ja, jetzt werden alle Punkte gesetzt und der Gewinner kriegt sie verdoppelt oder so. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Ja, Bonusrunde diesmal. 5 Punkte. Beim Sieg 5 Punkte, beim Verkacken minus 5 Punkte. Weil die Bonusrunden hier langsam ein bisschen spicy werden von den Punkteanzahlen her, muss ich aber auch schwere Fragen diesbezüglich picken. Ja, okay. Deswegen, das ist jetzt so ein, ob man es zufällig weiß oder nicht. Das wäre crazy. Nennt mir alle Sega-Heimkonsolen. Bin raus. Mach ich nicht. Digga, kein Schimmer. Nicht, die Add-ons müsst ihr mir nicht nennen, aber alle Sega-Heimkonsolen. Keine Chance. Ich könnte dir 2 oder so nennen, keine Ahnung. Ich bin auch raus. Beide nicht risken. Ich könnte dir nicht mal eine nennen. Ich bin absolut nicht into Sega. Ich habe noch nie eine Sega-Konsole besessen. Same. Ich weiß, es gibt so etwas wie Sega Jaguar oder Sega CD, so, aber gar keinen Plan, was es noch so gibt. Jaguar meinst du da an der Stelle? Aber ja, auf jeden Fall. Also es war auch eine schwere Frage. Muss man nicht wissen. Ich löse dann einfach direkt auf. Es gibt den SG-100, Master System, Genesis, Saturn und Dreamcast. Das sind die 5. Ja, stimmt. Dreamcast, Saturn und Genesis hätte ich wissen sollen. Aber Master System wäre ich nie drauf gekommen und SG-100 auch nicht. Oh, ich sehe gerade, ich habe die Name-Tags falsch gemacht. Master System und Saturn sind falsch rum, aber... Okay. Ja. Es gibt aber gab es nicht Sega CD oder so? Genau, oder bin das ich wollte sagen. Es gab noch Sega CD und Sega 32X. Das sind aber Add-ons für die Genesis. Deswegen habe ich extra hingeschrieben, Add-ons ausgenommen. Die hättet ihr mir nicht nennen müssen. Es gab auch noch den Game Gear, das war der Handheld von Sega. War aber hier auch nicht gefragt. Ja, viel zu hart, keine Ahnung. Ja, ja, das war aber absichtlich so hart, so, weil 5 Punkte, das ist schon viele Punkte. Wir fragen gerade im Chat einige, was mit Mega Drive ist. Ich leite nur die Frage weiter. Genesis ist Mega Drive. Hat einfach einen anderen Namen, je nachdem, wo man wohnt. Mega Drive heißt der hier in Europa und Genesis in NA. Also dieselbe Konsole. Okay, alles klar. Ich habe noch keine dieser Konsolen jemals gesehen. Aber wenn man jetzt Mega Drive gesagt hätte, wäre das auch richtig gewesen. Ja, anstelle safe. Von Genesis. Okay. Safe. Okay, dann machen wir weiter. Aber für die letzten 5 Fragen gibt es eine kleine Regeländerung. Und zwar werden ab jetzt Punkte verwettet. Ich bin Fan von Glücksspiel, sage ich mal. So Gambling, vor allem so an Kinderbewerben und so, bin ich ein sehr großer Freund von. Und ab jetzt werden Punkte verwettet. Ihr müsst euch bei jeder Frage selbst aussuchen, wie viele Points ihr setzt, von 1 bis 5. Wenn ihr die Frage richtig beantwortet, bekommt ihr die gesetzten Points obendrauf auf eure Punktzahl. Aber wenn ihr verkackt, verliert ihr die gesetzten Points. Also quasi so ein bisschen Poker-mäßig. Versteht ihr? Ja. Ja, Bruder, ich verstehe. Okay, deswegen also, ich sag mal so, wer wagt, der gewinnt, aber wer wagt, der kann auch richtig reinscheißen. Deswegen, man muss abwägen. Okay, danke, Priester. Wer wagt, der nicht gewinnt. An sich muss niemand wagen, ist unentschieden. Wie schnell ist der aktuelle Mario 64 16 Sterne Weltrekord? Das könnten beide wissen, weil ihr seid beide Speedrunner und der Weltrekord ist nicht alt. Bruder. Der wurde letzte Woche, glaube ich, geknackt. Chat, soll ich euch. Wenn er dran ist. Wo willst du rein? Achso, Bruder. Okay. Aber es geht nicht um die Millisekunden, oder? Es ist Minuten, Sekunden. Ja, ich weiß ungefähr die Minuten und ich weiß sogar ungefähr die Sekunden, aber ich weiß nicht. Guys, ich bumse jetzt unser gesamtes Spiel oder wir sind Giga-Chats. Fuck it. Ich meine etwas im Kopf. Wie viele Punkte setzt du denn? Wie viele Punkte setzt ich du? Ich setz 5 Punkte. Schreib's mir immer. Du setzt 5 Punkte. Bruder, ich gewinne jetzt die Scheiße oder hab verkackt. Okay, für die nächste Frage aber nicht laut sagen, wie viele Punkte man setzt, weil das könnte vielleicht noch so den anderen. Oh ja, Entschuldigung. Schreib's mir jetzt dazu. Aber okay, Hübi, er setzt alles. Okay, crazy. Ja. Ich guck auch nicht in meinen Chat. Ich will's gar nicht wissen. Ich setze auch 5 Punkte. Mashallah, ich will meinen Chat gar nicht aufmachen. Ich mach damit. Oh mein Gott, ich hab's. Also, hey, ich wollte sagen, hast du schon eingeloggt? Ich hab eingeloggt. Du hast schon eingeloggt? Lass mich bitte erzählen, wenn du eingeloggt hast. Okay, oh mein Gott, soll ich das wirklich eintippen? Jungs, dieses Punkte setzen war nur eine Funktion, falls jemand so dead. Ja, nein, Bruder, hör auf, Alter, komm, Digga. Alle Männer, ich hab eine Zahl im Kopf. Holy. Hast du? Okay, ich hab, oh mein Gott. Okay, also,
Der Rekord ist, glaube ich, von Green Suiji. Ja. Und ich meine, der wurde erst vor kurzem gemacht, weil er ist dann wieder auf 70, der ist auf 70 Star geswitcht jetzt wieder. Ich glaube, es war eine 14,46. Die Fakten stimmen soweit. Also, es war Green Tweet. Ach, Mann, du hast viel mehr Ahnung. Scheiße. Aber ich weiß nicht, ob die 46 stimmt. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, das irgendwo mal gesehen zu haben. Okay. Ich habe 14,38 gesagt. Boah, nicht. 14,38. Einfach geraten oder hat es auch irgendwelche anderen? Ich hab's einfach geraten. Also, ich dachte, irgendwas zwischen 14,35 und 45. Oder mir geht's. Und ich habe einfach das irgendwo dazwischen gemacht. Okay, also eure beiden Antworten 14,38 und 46, nicht mal 10 Sekunden Unterschied. Das ist gerade dead close. Ja. Ich kann ja schon mal sagen, es war Green Suiji und es war letzte oder vorletzte Woche. Also es ist wirklich ein sehr frischer Weltrekord. Deswegen, ja. Ich hab das letzte Mal da vor einem halben Jahr oder so reingeguckt, keine Ahnung. Crazy, okay. Dann sag ich euch, das ist absolut... No! Wir haben beide 5 Punkte verloren. Warte, rechnen? Ja, du bist auch näher dran. Wieso? Ach, es geht um näher dran sein? Oder geht es ums Korrekte? Ja, wer näher dran ist, weil er muss rechnen. Vic hatte 38. Er ist 5, ich 3. Und 3, okay. Dann Bibi. Ja, GG. Ah, scheiße. Alter, also es war Suiji vor einer Woche. Crazy. Dann steht es 14, holy. Ja, ich hab alles verloren. Ey, Bruder, an deiner Stelle, warum so, wenn du es nicht gewusst hast, Bro, why? Ich habe es ungefähr gewusst, aber ich lag ja richtig mit zwischen 14,35 und 45. Das waren 3 Sekunden Differenz, die dir gefehlt haben. Also ich hätte höher gehen sollen. Es war knapp. Deswegen meinte ich auch, am besten ab jetzt die Punkte mir schreiben, die ihr setzt, weil sonst wird jemand so reingebaitet. Ja, so. Auf jeden Fall. Sonst wieder reingebaitet. Es ist noch alles offen, weil ab jetzt, man kann immer 5 Punkte setzen, jetzt die restlichen Fragen. Deswegen muss man den Punkt setzen? Ja, oder? Also man muss mindestens einen, okay. Ja, einen mindestens. Okay, kapiert. Nächste Frage. Sega-Konsolen waren nicht eure Stärke, aber wann ist euer Master System in Europa erschienen? Oder ich hab keinen verfickten. Hä, aber ist das Master System ein Add-on? Hä? Nein, das ist der Vorgänger, das kann ich ja sagen, das ist der Vorgänger der Genesis. Und die Genesis ist die Konsole mit dem ersten Sonic. Das war die Konsole davor. Um euch vielleicht mal so eine grobe Richtung zu geben. Digga, kein Schimmer. Glaub ich, 100% geraten. Ich weiß ungefähr. Ey, wirklich. Also ich hab, Sega ist für mich so ein schwarzes Loch an Wissen. Ne? Vor der Genesis, ja. Okay, ich muss jetzt... Ich muss gamblen. Also, ich schreib erst die Punkte, ne? Ja. Oh, okay. Okay. Und am besten dann auch deine Antwort dazu. Deswegen ist halt, Hübi, du hast gar keinen Plan, meinst du? Sega ist wirklich ein schwarzes Loch, ich habe keinen Schimmer von nichts. Ich weiß, dass die Sonic gemacht haben, aber das war's auch schon wieder. Ich hab's. Okay, beide haben abgegeben. Ich kann erstmal Hübis Antwort sagen, denn er setzt nur einen Punkt. Er spielt safe, ist auch die schlauere Taktik hier. Ja. 1992, meint er. Aber Digga, voll geraten. Also wirklich absolut ins Blaue geraten. Okay. Einfach random gereift. Einfach 100% random. So, und Vic setzt 5 Points. Er muss aber auch, ansonsten so, er muss aufcatchen. Er sagt 1987. Also 5 Jahre. Du meintest Vorgänger zu Genesis, ne? Ja. Weil das müsste ja eigentlich in den 80ern sein. An sich, ja. Man muss auch sagen, in Europa, da kommen die Konsolen. Wie kann er eigentlich 5 Punkte setzen, wenn er nur 4 hat? Ja, Minus geht. Minus. Oh, bitte nicht in den 90ern. Minus 1. Ja, okay. Dann löse ich direkt auf. Es geht hier um vieles. Rutscht Vic in die Minuspunkte. Ich kann sagen, nein! Punkt Landung von dem Bre. Es ist genau 1987. Jungs, da könnt ihr auch mal einen Clap, falls euer Chat funktioniert. Clap in den Chat für Vic. Das war eine heftige Antwort. Ich hab erst 86 getippt und dann habe ich da die 6 weggemacht und dann 7 gemacht, so, um doch vielleicht noch ein bisschen näher in der Zukunft zu sein. Lol, was? Weil, guck mal, ich weiß, also Genesis ist ja so eine super alte Konsole und dann auch noch der Vorgänger, das musste in den 80ern sein, auch in Europa.
Ja, absolut richtig. Absolut richtiger Gedankengang. Absolut genäht, diese Frage. Und somit steht es 13 zu 9. Endlich wieder Punkte, ja! Ja, Mann. 13 zu 9 ist gar nicht mal so ein großer Unterschied, wenn man bedenkt, dass alle immer irgendwelche Punkte verlieren. Ab jetzt mindestens ein. Es ist wirklich noch alles drin. Deswegen, ja, fackeln wir nicht lange. Kommen wir zur nächsten Question. Wie viele Polygone sind in Adult Links Modell? Bruder, solche Fragen fucken mich so ab. Und je näher dran ist, desto mehr Punkte, ne? Ja, wer näher dran ist, bekommt die Points, genau. Ich weiß, wie viel der Mario 64 hat tatsächlich. Wie viele? Das könnte mir Auskunft darüber geben, sage ich nicht. Das könnte mir Auskunft darüber geben, wie viel der Link hat. Ich glaube nämlich, der hat ein bisschen mehr. Das kann sein. Die Fragen machen mich einfach nur sauer. Okay. Das ist so unnötig Scheiße. Alter. Ich denke noch nach. Ich guck mir, zum Glück sehe ich gerade dieses Bild von Link bei dir. Ja, ich hab's extra nochmal reingemacht. Man der sieht, hat, glaube ich, schon mehr als Mario. Also sieht zumindest so aus. Ich logge ein. Ich habe auch eingeloggt. Und ich sag auch die Punktzahl. Ah, okay, danke. Sag ich nicht. Okay. Bro, kein Schimmer, Digga. Okay, warte, Vic hat auch nicht eingeloggt. So, okay. Vic, wieder 5 Punkte. Also er will hier wirklich alles setzen. Wieder 5 Punkte. Auf 800 Polygone. Und Hübi setzt wieder nur einen auf 200. Ja, Hübi, bisschen vorsichtig, aber wenn man keine Ahnung hat. Boah, ich hab doch keine Ahnung, Digga. Ich glaube, Mario 64 Mario müsste irgendwas mit 600 haben. Darüber habe ich mal ein Video gesehen. Und Link sieht so aus, als hätte er mehr. Ich bin bei zwischen 700 und 1000. Also ich sag einfach 800. Also es gab mal dieses Meme, falls ihr es mitbekommen habt, dass der Arsch von 2B aus Nier Automata mehr Polygone hat als Gesamt-OOT. Welcher Arsch von... Digga, was? Was? Nicht wahr. Hübi, du kennst die. Diese mit den weißen, kurzen Haaren, mit Augenbinde, fetter Arsch. Auf jeden Fall, sie soll mehr Polygone haben, also der Arsch als komplett OOT, aber es ist nicht wahr. Sorry, um euch das zu zerstören. Der Adult Link hat 735 Polygone. Ich war nah dran. Vic schon wieder fast genailed, also wirklich. Also Vic glänzt hier gerade mit nicem Wissen. Fast wieder genau richtig und somit hat Vic auch wieder die Führung. Ich muss das jetzt googeln, was? Also eine Frau mit... Tobi, 2B. 2B. Es gab mal dieses Meme, dass ihr Arsch mehr Polygone hat als komplett OOT. Das heißt, Link hat circa 100 Polygone mehr als Mario 64 Mario. Circa, ja. Okay. Ja, ich meine, wenn man ihn so anguckt, da sind auf jeden Fall mehr Ecken. Ja, der ist schon kantiger Typ. Kantiger also nicht so kantig wie Mario 64 Mario. Ja, safe. Hübi, hast du 2B gefunden? Ja, aber ich keinen Schimmer, wer das ist. Okay, crazy. Es steht 14 zu 12. Immer noch sehr, sehr knapp, aber Vic hat hiermit die Führung wieder erlangt. Eventuell musst du jetzt wieder ein bisschen mehr gamblen. Bro, wie soll ich gamblen, wenn ich absolut null Schimmer hab? Ja, das ist der Punkte setzen sollen. Glücksspiel. Vielleicht aber weißt du ja die nächste Frage. Frage 9. Wie oft... Was? Wie oft Und, Knöpfe? Ja, okay. Ja, ey, das ist kein Typo. Wie viele Knöpfe hat der erste Controller der ersten Xbox? Ich hatte noch nie eine Xbox, ne? Vielleicht? Zählt der Analogstick auch als Knopf? Ich wollte gerade sagen, ja. Wenn man es... Genau, das erkläre ich kurz. Analogstick, ein Knopf und das D-Pad zählt auch nur als ein Knopf. Also jetzt nicht oben, links, rechts. Das D-Pad ist ein Knopf und je ein Analogstick ist ein Knopf. So müsst ihr rechnen. Und ja, ihr könnt euch ja vielleicht so bildlich vorstellen, so den mal in die Hand nehmen. Was sind da für Knöpfe drauf? Ich sag gerne nochmal, der erste Controller, The Duke heißt der, falls es euch was sagt. Dieser hässliche Fette. Viele Knöpfe der hat. Man muss auch sagen, der wurde direkt 2-3 Jahre nach Release ersetzt durch einen schöneren. Den gab es nicht lang. Okay. Aber der ist gefragt hier, dieser Fette. Okay, der Fette. Ich hab kein. Ich kenne nur Xbox 360. Okay, hab. Okay, Wegs Antwort ist da. Ja, so hart unterscheiden tut er sich auch nicht zum Xbox 360. Es gibt nur so ein paar Differences.
Ist halt die Frage, wer die Differences hier kennt. Kein Schimmer. Okay. Beide haben abgegeben und okay, beide sagen exakt dasselbe. Beide und mit exakt derselben Punktzahl. Okay, dann bleibt. Wirklich? Ja, ja. Beide sagen 14 Knöpfe, 3 Punkte. Dann bleibt der Punktestand einfach, oder? Okay, der, ja. Der Punktestand bleibt einfach. Okay, okay, dann brauche ich es auch nicht spannend machen. Kann ich direkt auflösen, wenn es eh nichts ändert. Es sind 13, also fast. Mm, weil, falls ihr euch erinnert, auf dem ersten Xbox-Controller gab es Schwarzknopf und Weißknopf. Also, dessen Idee das auch immer war. Dann gab es die beiden Analogsticks, D-Pad, Start und Back. Und die hatten noch je eine Schultertaste auf beiden Seiten. Ja, aber Bro, dann guck. Kann man den Xbox-Ding in der Mitte nicht drücken? Nein. Also, aber beim 360 ging's dann. Das ging. Also beim 360-Controller hätte es als Knopf gegolten auch, und bei dem nicht. Nee, Mann, okay. Hier ist einfach nur so schön. Okay, ja. Aber dann, also was passiert dann jetzt? Verlieren wir oder kriegen wir die Punkte? Ist ja vollkommen egal. Also oder macht ja keinen Unterschied. Okay, alles klar. So lassen. Okay, dann letzte reguläre Frage. Oh shit! Eieiei, es ist wirklich noch alles offen. Es ist gerade viel zu spannend. Wie oft wurden alle Mario-Spiele zusammen verkauft? Vic, du meintest, so Verkaufszahlen sind eher so dein Gebiet. Stream und das wurden aber alle Mario-Spiele zusammen. Also das zählt auch so Hotel Mario und sowas. Ins Bett zu gehen. Mario Kart, Mario Party. Also alles, wo Mario draufsteht. Auch alles Spin-Offs, oh Gott. Genau, alles. Alter, lass mal Chat zumachen. Everything zusammen. Boah, also von den einzelnen Spielen hätte ich eher einen Plan, aber alle Sammy, zusammen. Ich muss gerade auch überlegen, also ich habe so eine ungefähre Vorstellung, aber I'm not sure. Ja, man könnte, wenn man so grob von den einzelnen Spielen weiß, sich vielleicht zusammenreimen, wie viele alle, aber man ist schon eine harte Schätzfrage so. Ja. Oh shit, ist das ein Milliardenbetrag? Ich weiß nicht. Ich kann es ja sagen, Mario, alles, wenn man alles nimmt, bekannteste und erfolgreichste Franchise, das es gibt. Also hat sich nichts mehr verkauft als das in Sachen der Videospiele. Ja. Oh shit. Oh, ich bin also so verunsichert. Also hohe Zahlen, sage ich mal. Auch mehr als Pokémon, wenn man halt wirklich alle Spiele zusammennimmt. Das ist schon crazy. Essen. Hast du schon eingeloggt, Tibi? Ich tipp gerade. Aha. Googlest du? Nee. Er tippt gerade in Google. Ey, Ulti, bei dir steht im Discord, ich schreibe. Oh, true. Er hat recht. Hier Beweis. Oh mein Gott, mein Handy ist so kaputt, aber ihr seht's hier. Okay. Ich rate einfach. Ich bin diesmal ein bisschen vorsichtiger mit den Punktzahlen. Ja, Bruder, ich muss all in gehen. Also an sich kannst du darauf gambeln, dass Hübi jetzt einfach... Dass ich verkacke, ja. So, genau. An sich, du musst hier nichts machen. Bruder, das ist alles, okay, alles oder nichts. Beide haben abgegeben und Hübi wagt. Er sagt 5 Punkte auf 500 Millionen. Okay. Und Nick sagt 2 Punkte auf 600 Millionen. Wieder also, beide nah dran. Also ich sag mal, ich erzähl's mal so. Also zum Beispiel, ich glaube, Odyssey... Scheiße, nee, ich glaube, absolut nicht. Weißt du, was die Sache ist? Mario Brothers, das allererste, aus irgendeinem Grund verkauft sich das immer noch ultra krass. Ja. Und allein das hat irgendwie... Ja, ich hab verschissen. ...nicht Millionen. Ich hab verschissen. Also ich glaube schon, dass das mehr sind. Aber mal gucken, vielleicht hast du ja recht. Aber ich meine, so, ich dachte, das höchste, was so sein kann... Ich sag mal, wenn sich doch so ein Spiel so richtig geisteskrank verkauft, dann ist es doch irgendwo so bei 15, 20 Millionen, oder? Ja, aber... Es sind so viele Mario-Spiele. Ja, das ist das andere. Strikers, Party, dann zig GBA-Games, normale Gameboy. Boah, ich glaube, mein Problem ist, ich habe die Anzahl der Mario-Games unterschätzt. Naja, die schlachten den Mann schon gut aus mit dem Schnauzer. Ja, wobei seit langem nichts mehr kommt. Also Gutes. Also, ich habe zwar ich hab 600 Millionen gesagt, aber ich glaube, am Ende sind sogar 800 Millionen. Mal gucken. Ja, ich würde auch höher gehen. Okay. Dann, das entscheidet jetzt, wer heute gewonnen hat. Ja. Jungs, der Gewinner dieser Frage ist tatsächlich Vic. Ah, nämlich sind GG. 760 Millionen. Oh. Viele Verkäufe. Also wirklich, dieser Mann hat so viele Spiele. Oh Alter, mein Gott. Mario Party, Golf, Kart. Der Bre hat alles. Der Bre hat alles. Shit.
Ja, reingeschissen, Maschallah. Ich muss kurz updaten, weil du. Boah, hast ich bin in Sachen Verkaufszahlen und Pulli. Ich bin so in diesem Trivia-Ding so scheiße, Mann. Ja, ist halt Background-Knowledge. Damn. Ich schaue mir halt solche Faktenvideos nie an. So, ich sehe die immer. Ich habe auch das Polygon-Video mit Mario 64, also in der Abo-Box gehabt von Kase. So, aber ich gucke mir die Scheiße immer nie an, weil ich mir denke, wozu brauche ich den Shit? Jetzt hätte ich ihn gebraucht. Bro, das ist ich gucke mir so eine Scheiße immer an. Das ist, ja, same. Das ist wichtiges Wissen, Mann. Ja, Mann. Für solche aber Momente. Ey, Jungs, ich war vielleicht ein bisschen unwahr bei meiner Aussage, weil es kommt doch noch was. Wie viele Punkte hast du gesetzt? Wie viele Punkte hast du gesetzt, Vic? Ich habe, glaube ich, zwei gesetzt. Es steht 16 zu 7. Es steht 16 zu 7. Jungs, eine Sache kommt jetzt noch. Oh, jetzt kommt wieder irgendwas richtig absurdes. Selbst wenn er verdoppelt hat. Ja, Bonusrunde. War klar. Das ist der Moment, wo ich verliere. Und das Ding ist halt, wenn Hübi jetzt richtig hat, gewinnt er wirklich noch. Ja. Aber ey, also bei 10 ja, Punkten. Ja, das ist so eine geisteskranke. Man arbeitet sich hoch und am Ende bringt dir das nichts. Das ist ja so. Ja, ist ja auch so. Ja, wenn jetzt wieder irgendeine Scheiße. Na komm, hau raus, gib mir! Ja. Ich wollte das Quiz so gestalten, egal wie behind du bist, du kannst immer noch aufholen, egal. Weil ich wollte spannend. Ich hätte fast nicht mehr aufholen können. Ja, es ist sehr, sehr knapp, Mann, aber du bist auch echt weit gehalten. Die Wahrscheinlichkeit ist, ich werde wahrscheinlich mit minus 3 Punkten aus diesem Quiz rausgehen. Minus 3? Okay, aber für 10 Punkte habe ich auch eine hyper asoziale Frage genommen. Aber wenn du die jetzt kennst, dann GG. Die Frage ist, wie ist der Titel des Videospiels, das vom amerikanischen Physiker William Higginbotham im Jahre 1958 im Nationalen Labor in Brookhaven ausgestellt wurde und als eines der ersten Videospiele aller Zeiten gilt? Weißt du das, Hübi? Das. Weil ist dir dieser Funfact bekannt? Bro, ich habe absolut keinen Schimmer. Guck mal, ich habe eine Ahnung, aber ich glaube, das ist falsch. Ey, ich sag mal so, wärst du Ulti-Abonnent, dann wüsstest du das. Das Ding ist, ich könnte jetzt quasi warten, bis Vic einloggt und dann nicht und hoffen, dass er aber falsch ich kann liegt. Aber ich kann auch einfach Nein sagen. Du kannst einfach nicht beantworten, ja. Aber ey, Vic, hast du Eier? Weil ich meine, es ist schon unwahrscheinlich, dass er es jetzt richtig hat. So, wenn ihr beide falsch habt, ist ja egal. Ja, hat er eingeloggt? Ja, er hat eingeloggt. Ey, ich habe keinen Schimmer. Ist, ich hab irgendwas du hast schon eingeloggt. Ja. Die Sache ist, es gibt zwei sehr, sehr alte Spiele. Das eine ist Pong. Was aber vor Pong noch rauskam, ist Tennis for Two. Und ich glaube, das ist so eine Tennis for Two-Frage. Deswegen sag ich einfach Tennis for Two. Also ich muss sagen, ich habe in meinem Leben noch nie von Tennis for Two gehört. Aber ich habe Pong, das heißt Tennis for Two ist richtig. Oder auf jeden Fall näher dran, wenn das vor Pong rauskam. Ich habe einfach Pong geschrieben, weil es ist das älteste Spiel, was ich kenne. Also Tennis for Two ist, das ist uralt wirklich. Ich weiß nicht, ob das gemeint ist. Aber also es gibt ja immer diese Fact-Videos so, ja Pong, das ist gar nicht das erste Spiel. Es gab damals noch. Gibt's die Videos? Noch, keine Ahnung. Viel früher gab es Tennis for Two. Und dann sieht man wirklich so, also da musste man noch so ein Ding draufkleben, oder? Ulti, da musste man noch so ein Ding draufkleben, irgendwie so eine Folie. Ja, und dann sah das aus wie Tennis. Ja. Genau. Bruder, ey, ich kenne diese ganze Scheiße nicht. Genau. Ja, Vic hier mit dem Background-Knowledge. Aber es ist halt die Frage, ob es jetzt wirklich von diesem Physiker... Ja, Bruder, komm, das war's doch. Ist halt die Frage, ob es wirklich das Spiel war. Aber die Sache ist, wenn Hübi falsch liegt, dann ist für mich auch cool so. Das ist das Ding. Also, es wäre cool, wenn beide falsch liegen, aber ich kann schon mal spoilern, einer hat recht. Oh, ja, Vic hat recht. Also, bin mir ziemlich sicher. Einer hat recht und es ist sehr schockierend. Weil es ist Tennis for Two! Der Bre hat wirklich recht gehabt, Alter. Weil Vic ist Ulti-Abonnent im Gegensatz zu dir. Ja. Ich bin ehrlich, ich hätte. Ich kann mich an das Video sogar noch erinnern. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es jemand weiß. Also wirklich, Vic, dafür großen Applaus. Du hast genäht. Das war extra die letzte Frage, weil ich dachte, Bros, weiß eh niemand. Ja, aber du hast auch ein Video von einer Geschichte der Videospiele gemacht. Das habe ich so, da habe ich sogar drauf reagiert. Ja, krass, er hat sich's gemerkt. Krass. Crazy. Also, der Punktestand ist jetzt 26 zu minus 3. Bruder. Fair. Nichtet. Nee, Alter, ich dachte irgendwie, wir machen auch so Minigames und so Allgemeinwissensfragen und so. Alter, bei Videospiel-Trivia bin ich so raus, Mann. Ja, aber das mit Tennis for Two wurde sich tatsächlich durch den Angry Video Game Nerd. Der hat das auch mathematisiert. Ja, Mann, ist wirklich heftiges Knowledge gewesen. Und Vic hat hier gewonnen.
Das war's. Nochmal Applaus von jedem auch im Chat für Vic. Das war heftig gespielt. Danke. Heftig gespielt. 26 Minuten. Das sieht jetzt so eindeutig aus, aber naja, das Punkte. Ja, aber es war. Also, ja, ja. To be fair, es war zwischenzeitlich ultra knapp und dann war Hübi wieder vorne und so. Ja. Also, das war schon krass. Das Punktesystem in dieser Quiz-Show ist auch sehr scuffed, sage ich mal. Es ist nicht so eindeutig, wie es aussieht. Es war auch gut von Hübi gespielt. Auch mal Applaus für Hübi. Das war wirklich. Komm, brauchst du nicht. Alles gut, ich hab verkackt. Nein, du hast trotzdem viel richtig gehabt. Ja, das ist viel richtig gehabt, Mann. Es war wirklich nice. Es war ultra spannend, wirklich. Ihr wart fast die ganze Zeit Neck an Neck. Deswegen insane. Hat auch richtig Bock gemacht, Mann. Ja, Mann. Richtig geil, Mann. Danke fürs Organisieren. Ja. Danke, Mann. Danke, Jungs. Alter, ja, safe. Dann danke an euch beiden fürs Dabeisein. Hat so wirklich super Spaß gemacht. Danke, dass wir dabei sein durften, Mann. Klickt auf meine Links. Ich hab euch die Quizshow geschickt, oh mein Gott. Deswegen, ja. Weg, wann runnen wir mal wieder? Direkt Ehre wieder reinwaschen. Nur eine Frage, Digga, nur eine Frage. Ja, wenn du von deinem gekränkten Ego dich erstmal beruhigt hast, dann können wir das gerne machen. Du, mein Ego ist gar nicht tatsächlich so, also ich bin schon ein bisschen angefickt, muss ich sagen, so, es geht mir schon auf den Sack, aber tatsächlich, Videogame-Trivia ist halt, also ich bin da wirklich so raus, Alter. Ich also, keine Ahnung, ich mache zwar Gaming-Content, aber ich würde mich niemals als Gamer bezeichnen, so. Aber ey, crazy. trotzdem, ey, ich hätte es fast gehabt, also ich muss ein fairer Verlierer bleiben, so. Es war wirklich, kann man sagen. Halt nur die letzten Fragen mal immer so 5 Punkte, 10 Punkte, deswegen sieht es so eindeutig aus, aber es war halt null eindeutig. So ja, deswegen. Also diese letzte Frage ist so, also du hättest einfach vorher machen können, was du willst, und dann kam halt diese Überfrage, wo es um alles geht. Also genau wie du halt gesagt hast, Hübi, direkt am Anfang des Quizzes. Ja. Ja, es ist ein Fun Fact, ich habe letztens irgendwie so ein komisches Quiz, also so eine Art Gehirnjogging, nicht so, auf der Switch gespielt gegen den anderen YouTuber. Und da war es dann irgendwie auch so, da hast du so 100 Punkte sammeln müssen und da hast immer so 10 Punkte pro richtige Frage bekommen. Und wenn du irgendwie 50 Punkte vorne warst und der Verlierer hatte das richtig, der da hinten war, hat einfach 50 Punkte bekommen statt 10. Einfach so. So, das ist eigentlich so, Systeme sind so dumm. Ja, safe. Aber. Ja, das hier ist ja schließlich meine Quizshow. Du, alles gut, ist ja auch gut fair so. Sein, es muss einfach nur crazy und für Content, sein. Für Content. Ja, eben, das war auch mein Gedanke. Ja. Hauptsache Content. Ja, Content und alle heute. Deswegen, ja. Danke fürs Dabeisein, Jungs. Ich würde es dann auch an der Stelle direkt beenden. Alles klar. War super nice, euch gehabt zu haben. Danke fürs Dabeisein, wirklich, war super korrekt von euch. Auch wenn es aber Schwierigkeiten gab, war trotzdem. Du, haben wir doch gut gewuppt, oder? Genau, yes, genau. Da hat man einfach nochmal gesehen, dass wir über Nerds sind. Halt echt. Alles klar, bis dann. Jo, Leute, habt noch einen schönen Abend. Servus. Ciao.